Jo, liebe Leute, Malte hier von Traumfänger Podcast und ich glaube, ihr habt das Ganze ja mitbekommen. Die Air Defender 2023 ist gestartet, ja. Vom 12.06. bis zum 23.06. Gibt es eine riesige Militärübung und die Bundeswehr wird natürlich daran teilnehmen und es geht um die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO. Sagt Google, musste ich jetzt mal direkt nachgucken, weil ihr glaubt das ja kaum, wenn ich euch das jetzt mal erzähle. Das ist offensichtlich eine der stillsten, geheimsten, leisesten, größten Luftübungen der gesamten Welt. Also anders kann ich mir das nicht erklären, dass ich davon hier überhaupt gar nichts mitbekomme. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja Moment mal Malte, du wohnst vielleicht auch da, wo das gar nicht stattfindet. Nee, ich wohne fast da, wo es stattfindet, ja, nämlich Wunsdorf. Ist ja so ein Ort, der ist von mir mit diesem Flughafen, naja, sagen wir mal so, maximal 15 Kilometer entfernt. So, und das ist ja einer der Standorte, wo tatsächlich das meiste Gedöns, ja, das meiste Equipment umgeschlagen wird. Ich höre hier aber nichts davon. Also, das war ja am Anfang wieder so ein Ding, wo ja viele Menschen auch gesagt haben, Mensch, scheiße, ne, ob das mal gut geht, wie sollen wir denn vom 12. bis zum 23. überhaupt schlafen, wenn das brüllend laut wird, ja, war ja auch nochmal so ein Punkt, wo viele gesagt haben, scheiße, das wird einfach so laut, dass wir nachts gar nicht schlafen können. Ist dann natürlich schlecht, ja, aber jetzt kam halt auch raus, dass das alles sehr, sehr human ist. Also es findet nachts überhaupt nicht statt, ja. Einen Überschallknall habe ich hier auch noch nicht gehört und überhaupt habe ich ehrlich gesagt, und das ist das Komische, nichts von dieser Übung hier mitbekommen. Gar nichts. Also die läuft ja jetzt noch ein paar Tage, ja, aber heute ist ja schon der 15. Also läuft das ganze Ding schon 3 Tage, aber es kommt mir eher so vor, als ob überhaupt gar kein Flugzeug am Himmel mehr ist. Nichts mehr. So hat man hier wenigstens alle paar Tage ab und zu mal wirklich ein Flugzeug fliegen hören. Jetzt ist es aber so, dass man gar nichts mehr mitbekommt. Und ich habe mal nachgeguckt, was es so ungefähr für Flugzeuge geben soll, die man, wenn man mal ein bisschen Glück hat, auch mal am Himmel sieht. Den Eurofighter, den Tornado, der wuchtige Airbus A400M. Übrigens, der ist ja gerade hier in Wunsdorf wirklich vermehrt unterwegs. Den durfte ich mir auch mal ansehen von innen. Wirklich sehr imposant, wäre auch ein cooles Video geworden. Geht natürlich leider nicht. Ne? Dann haben wir den F-16, das Warzenschwein. Das ist doch, glaube ich, dieses Erdkampfflugzeug. Ne? Ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung, Warthog A10, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Die F-35 Lightning II, die würde ich tatsächlich gerne mal sehen, ne? Die Hornisse FA-18, die C-130J, das müsste tatsächlich ein Transportflugzeug sein. Also da geht so einiges ab. Ja, und ich habe tatsächlich daran erkannt, dass diese Übung ernsthaft läuft, dass es schon Leute gibt, die mit ihrem großen, großen, schweren Teleobjektiv coole Aufnahmen von Flugzeugen am Himmel gemacht haben. Also, es findet wohl tatsächlich statt und parallel dazu gab es einige interessante Meldungen. Pardon, ja, Frühblüherallergie. Gehört nicht zu den interessanten Meldungen, aber ich komme jetzt mal dazu. Mein lokaler Internetanbieter, ja, und die Stadtwerke Neustadt haben eine Warnung herausgegeben, dass es im Zuge der Air Defender 2023 tatsächlich zu massiven WLAN-Einschränkungen kommen kann. Und da gab es jetzt wieder sehr intelligente Leute, die gesagt haben, ach ja, ne, die nehmen das jetzt zum Anlass, dass das ganze Internet nicht läuft. Ja, also Freunde, für eine WLAN-Verbindung ist euer Provider definitiv nicht zuständig. Die müsst ihr schon selber machen, ja, aber es sind halt so Leute, die immer meckern und eigentlich auch keine Lust haben, irgendwie groß was zu kapieren. Also dafür seid ihr selber verantwortlich. Und das lag tatsächlich wohl daran oder kann daran liegen, dass die 5 GHz Frequenzen tatsächlich übernommen werden können. Das finde ich sehr, sehr interessant zu wissen. Also es kann wirklich sein, dass wenn die Bundeswehr im Zuge einer Radarerweiterung, ja, so wurde das zumindest gesagt, man kann wahrscheinlich Radare auch in ihrer Leistungsfähigkeit einfach steigern, die Möglichkeit haben, auf diesem 5 GHz Band oder Netz, wie auch immer man das nennen möchte, priorisiert zu werden, sodass dann tatsächlich ein Modem sagen könnte, ups, ich habe tatsächlich keine Verbindung mehr. Jetzt haben mir die Stadtwerke parallel dazu in ihrer Meldung aber auch mitgeteilt, dass es ganz einfach die Möglichkeit gibt, dass Router das auch so ein bisschen kompensieren können.
entschuldigt, dass ich da nicht die Fachausdrücke weiß, fand ich nur sehr interessant, weil uns das ja dann doch eigentlich zeigt, naja, ne, im Zweifelsfall ist so eine private Netzwerkstruktur dann doch recht anfällig für Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt so anfällig machen sollte, sind halt immer so Geschichten. Also ich bin mal wirklich gespannt. Ich habe jetzt auch mal geguckt, wie so die ersten Tage hier gelaufen sind. Ja, man ist also wohl auch ganz zufrieden. Das ist ja schön, ja, keine Horrormeldungen vom Standort Wunsdorf. Da ist ja das Lufttransportgeschwader, ich weiß nicht, 53, 52 unterwegs. Und ah, ja, ne, wie das halt so ist, bei jedem Arbeitgeber gibt es ja immer zumindest ein bisschen was zu meckern. Ne? Und ich habe auch von dort gehört, naja, man verwaltet da wohl ordentlich viel an Mangel. Aber bis jetzt scheint es ja gut zu laufen und das freut mich ehrlich gesagt, weil das ist ja nun auch etwas, wo viele Menschen wohnen. Da sind ja direkt mehrere Ortschaften angeschlossen. Ponkhagen zum Beispiel, ja, Kleinheidorn, da wo auch das Lufttransportgeschwader beheimatet ist. Also da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen, würde ich mal sagen. Ne? Und interessant war, dass von mir aus gesehen in die andere Richtung auch eine große Kaserne steht. Ich bin mir nicht sicher, ob die vielleicht im Zuge der Air Defender 2023, ja, dieser Großübung, schon irgendwie eine Übung hatten, denn hier war es so, dass teilweise doch massiv geschossen wurde, Freunde, ja, also das war halt so ein Ding, das haben die auch bis spät in die Nacht gemacht, dann hast du das halt immer mal richtig rumsen hören und dann war es das auch wieder, aber jo, bis jetzt ist da auch nichts mehr passiert, also wie gesagt, eine sehr interessante Übung offensichtlich, sehr leise, vielleicht kommt das große Ende ja noch oder vielleicht bin ich hier mit meinen paar Kilometern auch komplett aus diesem Gebiet mittlerweile rausgenommen, ist nur interessant, ich habe wirklich mittlerweile geschaut, ob alles in Ordnung ist, ja, ich bin ja immer so jemand, der dann guckt, ich lese ja sehr gerne Nachrichten, um dann irgendwie herauszufinden, läuft das noch oder ist da irgendwas komplett in die Hose gegangen und Gott sei Dank läuft es noch. Aber es war schon witzig, vielleicht könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist, ob ihr da wirklich vermehrt etwas von mitbekommt. Ich habe aber auch gehört, dass das tatsächlich wohl nur tagsüber ist, in einem sehr humanen, zeitlichen Rahmen und das finde ich eigentlich auch gut. Also man muss ja nicht auf Biegen und Brechen Leute terrorisieren, ja, vor allem über die lange Zeit, muss ja nicht sein. Übrigens, was mir gut gefallen hat, könnt ihr euch noch daran erinnern, als das niederländische Transportflugzeug beim Fliegen seinen Transponder abgeschaltet hat, das war, glaube ich, vor ein paar Wochen, und dann hier zwei Eurofighter mit einem Überschallknall quasi dieses Flugzeug verfolgt haben. Und das war ja so ein Ding, ne? Da habe ich ja so ein bisschen nachgeforscht, weil mich das doch sehr gestört hat, muss ich ehrlich zugeben. Es kam aber wirklich heraus, dass die Bundeswehr sogar für Schäden haften würde, beziehungsweise Schäden zahlen würde, insofern sie denn durch diese Überschallknalls entstanden sind. Ihr wisst ja, nicht jedes Fenster ist tatsächlich zwei- oder dreifach verglast. Ja, also das kann durchaus auch mal sein, dass so ein Fenster dadurch bricht. Und insofern hätte die Bundeswehr das tatsächlich bezahlt. Also das wäre wirklich gar kein Problem gewesen. Also man ist da wirklich sehr bemüht, kann da auch jederzeit anrufen und Dinge nachfragen. Ja, die geben da wirklich Auskunft. Sehr, sehr nett. Das gefällt mir, weil irgendwie sitzen wir ja alle im gleichen Boot und wollen ja auf der einen Seite auch nicht überfallen und gekillt und gegrillt werden. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht konstante Lärmbelästigungen ausgesetzt sein. Und insofern, glaube ich, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Kompromiss, was da gerade passiert. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ich hoffe jetzt einfach, dass das auch noch ein bisschen entspannter jetzt in den nächsten Tagen abläuft, dass es zu keinen Unfällen kommen wird und dass das am Ende des Tages wirklich gut laufen wird, liebe Leute. Und deswegen habe ich mir einfach mal an der Stelle gedacht, hey, das ist ja schon richtig cool, ne? Also so fliegen, oh, hört ihr das? Mein Wecker klingelt, den muss ich mal kurz eben ausschalten, einen Moment. So, und da bin ich wieder. Wenn man um 6 Uhr morgens so ein Video produziert, dann ist das gar nicht mal so ohne, ja. Da muss man auch schon ein bisschen fit sein. War jetzt ein bisschen unvorbereitet. Naja, was soll's. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, Fliegen ist wirklich etwas, das ich tatsächlich gerne mal machen würde. Ja, also, das ist ja wirklich cool. Also, die Bundeswehr so als Arbeitgeberin, ich meine, da gibt's schon reichlich Möglichkeiten, aber ich glaube, ehrlich gesagt, von den Flugzeugen, die ich euch aufgezählt habe, gibt es gerade beim Lufttransportgeschwader wirklich die wenigsten. Dann ist das aber so,
Macht nichts. Wirklich spannend und ich glaube, das sind wirklich auch interessante Tage jetzt dort für die Soldatinnen und Soldaten, die jetzt vielleicht auch mal Dinge tun, die sie normalerweise nicht tun. Ich glaube, da kann man wirklich seinen Wissenshorizont jetzt wirklich extrem erweitern. Ja, liebe Leute, das an der Stelle dazu. Haltet einfach mal die Augen auf am Himmel, was da unterwegs ist. Ich glaube, das könnte durchaus spannend werden. Ja, ich bin raus aus dem Video. Wünsche euch heute auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr und wo auch immer ihr dieses Video hier sehen werdet. Mein Name ist Malte, dieses Video habt ihr einmal mehr auf Traumfänger Podcast gesehen. Ich bin raus, tschüss und bis zum nächsten Mal dann.